Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, der Andi von Audio Destination. Heute am Samstag, dem vorletzten Tag auf der Messe, auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ja, und wo bin ich? Auf dem Außengelände, wo jetzt so langsam die Sonne rauskommt. Ja, aber wir trotzdem schon Energie gewinnen. Ja, und wenn ihr hier die vielen Antennen und die vielen Anschlussmöglichkeiten seht, wo bin ich dann? Dann bin ich beim Achim Engels von Audiotechnik Dietz. Und der hat ganz was Nettes mitgebracht, wo speziell meine Frau mich auch drauf angesprochen hat. Guter Mann, mach mir mal ein Video davon, das könnte was für mich sein. Worum geht's da? Um eure neue Kaffeemaschine. Nein, oder? Es geht nicht um die Kaffeemaschine. Es geht um unsere Powerstation. Da kannst du zum Beispiel so eine Kaffeemaschine hier betreiben unter 230 Volt. Du bist also völlig autark, egal am Strand, in der Düne, wo du bist, kannst du 12 Volt Verbraucher, 230 Volt Verbraucher und auch USB Verbraucher. Ja, wenn die Anzeige ein bisschen flackern sollte, dann ist es leider der Fototechnik heutzutage geschuldet und den Digitaldisplays. Ui, da sind aber jede Menge Anschlüsse dran. Eine reine Sinuswelle, also da kann ich auch einen Laptop dran anschließen, ohne dass der Schaden nimmt und der geladen wird. Ja, alle elektronischen Geräte. Du brauchst auf nichts Rücksicht nehmen. Und das Tolle ist, und das ist eigentlich dieser Spitzenwert, 2400 Watt, reiner Sinusbetrieb. 2400 Watt, das bedeutet, du kannst eigentlich jeden haushaltsüblichen Wasserkocher, jede haushaltsübliche Kaffeemaschine anschließen, einen Toaster, alles kein Problem. Ja, also der, und Föhns. Ne? Die Frauen wollen doch immer mal sich wieder die Haare föhnen. Das stimmt. So ein haushaltsüblicher Föhn auf voller Stufe hat meistens 1900 Watt oder 2000 Watt. Ja. Kannst du alles anschließen. Brauchst du nicht auf kleine Regeln und bist du auch in 3 Minuten dann fertig. Genau, ne? Genau, deswegen. Und diese Angabe vor allem, das ist eine Dauerangabe. Ja. Also nicht nur, Ein Peak. Spitzenwert, wie das viele anbieten. Das ist echt eine Dauerangabe. Für 12 Sekunden und dann schaltet er sich ab, sondern bei euch ist es dauerhaft. Nein, das ist dauerhaft. Das geht bis 5000 Watt. Also du kannst auch eine Maschine anschließen, die mal kurz einen hohen Anlaufstrom hat, ne? Oder eine hohe Anlaufleistung. Ja, also auch könnte ich zum Beispiel auch mal so ein Ding mit in den Garten nehmen, wenn ich irgendwo was flexen müsste oder so weiter. Genau, ne? Kein Problem. Und brauche dann nicht die vom Nachbarn mir noch 2 Verlängerungskabel zusammensuchen, bis ich dann endlich an meiner Garage angekommen bin. Ne? Ja. So schöne Sache. Ja, als Basic, 2400 Watt. Meine Frau hat einen Beachy, das ist von Hobby der neue kleine Basic-Wohnwagen. Ja. Der hat ja kein Gas und so weiter drin. Trotzdem möchte meine Frau, wenn sie da mal alleine auch unterwegs ist, mal abends was lecker, was warmes essen. Ja. Induktionsplatte dran, funktioniert auch. Ja, genau. Da geht es ja auch da kocht ja das Nudelwasser innerhalb von 5 Minuten, sage ich mal so. Ja. Ja. Also gar kein Thema. Ja. Was habe ich denn da so an Gesamtkapazität? Womit kann man das vergleichen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Die Gesamtkapazität ist 2232 Wattstunden. Ja. Das, wenn man das jetzt umrechnet, die Camper denken ja immer in AA, also Ampere-Stunden bei einer 12-Volt-Batterie. Ja. Das entspricht dann bei 12 Volt einer Kapazität von 170 AH Lithium. Das heißt, die 170 AH Lithium kannst du ja bis auf 10% entnehmen. Ja. Das heißt also 160 AH Lithium. Und die ist natürlich auch hier drin von der Qualität her gar kein Thema. Ja. Und ein anderes Beispiel, was die Frauen mit den Föhns besser verstehen, das ist für mich, oder das, was ich so am meisten höre, wenn du einen 2000 Watt Föhn hast, also einen schönen haushaltsüblichen Föhn, dann kannst du den ungefähr 50-55 Minuten laufen lassen, dann wäre diese Station komplett leer. Damit machst, ja, das macht ja kein Mensch. Aber nur, dass man ein Gefühl kriegt. Ja. Also kannst du den Nachbarn auch noch die Haare Minuten schön machen. Föhne, dann 10 Mal und dann musst du irgendwie halt mal laden. Ne? Ja, und weil du dann sagst, dann musst du es irgendwann mal laden. Ja, wie lade ich denn so ein Ding denn dann auf? Stecke ich es einfach in die Steckdose? Also nicht verwechseln, der Stecker hier vorne, der jetzt genutzt wird, oder die Steckdose, die geht hier oben auf die Kaffeemaschine, die wir euch gleich noch demonstrieren werden, damit ihr sie auch seht. Die Ladeanschlüsse sind alle hier auf der Seite, das ist also klar getrennt. Vorne sind Ausgänge, hier sind Eingänge. Ja. Wir haben hier 2 Andersen Stecker und hier haben wir die 2 DC7909 Stecker. Ne? Ja, das sind also genormte Anschlüsse. Genau. Ja, da gibt es also auch kein Vertun, Plus, Minus oder wie auch immer. Auch mal kurz eine Info, weil das wäre ständig gerade. 7909 heißt, der Außendurchmesser ist 7,9 mm und der Innenkontakt ist 0,9 mm. Ne? Daher kommt diese Bezeichnung. Ne? Ja. Wir haben jetzt hier im Moment unten ein Solarmodul drin stecken. Ja. Aber generell kann man 4 Solarmodule anstecken. Oh. Man kann aber auch, in Lieferumfang gibt es dann nochmal diese sogenannten MC4-Stecker hier, diese Solarstecker. Eine kleine Zwischenfrage. Mhm. Wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel so ein Balkonsolarkraftwerk habe, die haben doch auch diese Stecker, die du gerade gezeigt hast. Könnte ich also auch zu Hause das Ding vielleicht an meinem Balkonkraftwerk laden, oder? Ja, genau. Kannst du direkt dort anschließen. Das Tolle ist, der Laderegler ist hier schon drin. Also es wird direkt das
das Solarmodul wird direkt eingespeist. Keine Verluste durch einen zusätzlichen Wandler? Nein, da ist ein MPP-Laderegler drin. Das heißt, du kannst ein Solarmodul mit 25 Volt Ausgangsspannung kannst du direkt anschließen. Vier Stück maximal. Ja, und das darf dann ruhig 400 Watt haben, das macht gar nichts. Bis 1000 Watt. Bis du kannst 1000 Watt Peak Solar kannst du anschließen. Das ist, denke ich, wenn du dann mal Outdoor bist, die gängigste Möglichkeit. Das andere ist, der Hersteller liefert zwei solche 230 Volt. Zwei sogar, ich erzähle dir gleich warum. Das heißt, anstatt der Solarladung wird dann hier unten wird das 230 Volt Netzteil eingesteckt. Wenn du eins nimmst, dann kannst du schön über Nacht laden, 12 Stunden. Wenn du zwei dieser Ladeteile nimmst, dann verkürzt sich die Ladezeit auf die Hälfte, auf 6 Stunden. Ne? Super, ja. Oder, das ist auch im Lieferumfang dabei, noch ein Zig-Kabel. Das heißt, wenn du jetzt eine längere Fahrt machst und dann, sagen wir, du bist 4 Stunden unterwegs, dann kannst du über den Zig-Stecker nochmal laden. Wollte ich gerade sagen, da gehen ja auch maximal 10 Ampere, sondern meistens um die 8 Ampere gehen dadurch. Ja, genau. Ne, weil dann, da steht ja auch auf den meisten Deckeln, lässt sich errechnen, auf den meisten Deckeln, wenn man im Fahrzeug guckt, steht 120 Watt. Ja, genau. Das wären eben diese 10 Ampere. Ja. Mhm. Und in Anführungsstrichen, wenn ich sowieso fahre, könnte ich es da eben auch mit reinstecken, ne, parallel dazu. Genau, könnte dann, wie zum Beispiel bei uns, wir haben eine ältere Kühlbox, eine ältere Kompressorbox, die keinen 12-Volt-Anschluss hat, gleichzeitig aber auch meine Kompressorbox da reinstellen und komme mit gekühlten Getränken am Campingplatz an. Ganz genau. Ne? Dann kann ich die Dose nutzen, weil da war ich nämlich schon mal überlegen, ne, weil klar, das Ding läuft nicht auf 230 Volt, war auch ein paar Euro günstiger, ist jetzt aber alt, aber läuft noch, aber so hätte ich dann zwei Nutzen mit einer Klappe. Ne? Ja. Deswegen, super. Ja. So als Idee mal, wenn du jetzt nur so eine Kompressorkühlbox hast, die brauchen in der Regel 50 Watt. Ja. Da kannst du also dann über 40 Stunden diese Kompressorkühlbox laufen lassen, hast dann immer ein schönes, kühles Bier oder aber auch der Käse begrüßt dich dann nicht vor dem Fahrerhaus. So, ne? Deswegen, auch der bleibt passend gekühlt. Genau. Oder für die Frauen, weil wir da gerade schon so ein bisschen schmunzelt drüber geredet haben, auch der Roséwein bleibt angenehm temperiert. Ne? Aber sicher, ja. Ja. So, jetzt steht hier aber 0 Watt. Was passiert denn? Jetzt scheint ja noch gar nicht richtig die Sonne. Ja, Moment, ich habe das Solarmodul gar nicht. Jetzt steckt mir das Solarmodul mal ein. Was da passiert. Ja, gut. Es wird sofort erkannt. Die Sonne müssen wir noch bestellen, ne? Ja. So, aber wir haben schon mal zwischen 30 und 35 Watt, dafür, dass eigentlich gar keine Sonne scheint. Ja, und wenn es doch sowieso da steht, dann stellt euch so ein Panel hier auf. Ja, und ob es jetzt mal mit 30 Watt oder was kann das Ding an Peak? Das Ding hat 220 Watt Peak, natürlich ein Spitzenwert, der, der nie erreicht wird. Ne? Das ist eine Laborangabe. Aber diese Woche, kurz vorm Gewitter, bin ich angenehm überrascht worden, hatten wir zum ersten Mal 200 Watt angezeigt bekommen. Da hat die Sonne so richtig gedrückt. Ja. Ich bin fair, diesen Wert, den hast du nicht immer. Das war jetzt echt ein Spitzenwert. Aber 150, 160 Watt speist das Modul ein, wenn die Sonne einfach... Und was hast du gerade gesagt, verbraucht so eine Kompressorkühlbox? 40, 45 Watt. Ja, da bleibt doch abends immer noch genug, um auch mein Handy zu laden oder auch den Laptop zu laden, bleibt immer noch genug Strom über. Genau. Ja, das ist eine feine Sache. Ja. Ne? Auch das Panel hier, ich fotografiere es euch, ich zeige es euch gleich nochmal von der anderen Seite, das ist eine ordentliche Anfassqualität. Manche Versandhändler, die verkaufen ja so Dinger, da meinst du, wenn es dreimal aufgeklappt hast, hast du vier Teile in der Hand. Ne? Also, ich habe es schon mal gefühlt, das war dann irgendwie das Geld doch nicht wert, aber auch, wie gesagt, in Verbindung mit Balkonkraftwerken oder so weiter, ne? Das ist eine ganz tolle Sache. Es ist wirklich sehr, sehr hochwertig alles ausgebaut. Die Kabel, die Stecker, die sind sehr stark ummantelt. Also wenn so ein Kabel, wenn du da mal drüber läufst mit deinen Latschen. Habe ich gerade schon gesagt, also das ist so, das kann ich auch ein paar Mal aufwickeln, ohne dass es Schaden nimmt. Auch das ist ja bei anderen Sachen. Der Kabelknickschutz ist, toll ausgearbeitet. Das ist richtig Qualität, Also da bin ich ja von euch auch nichts anderes gewöhnt. Ja, richtig, da bin ich auch nichts anderes gewöhnt bei euch. Wie gesagt, eine ganz tolle Geschichte. Weil auch, in Holland gibt es jetzt so die ersten Bio-Campingplätze, wo du dann entweder gar keinen Strom bekommst oder die stellen dir auch so ein Solarmodul dahin. Wollen natürlich einen Mietpreis haben, ist klar, so ein Ding verkauft sich ja auch nicht von alleine. Ja, aber so, wie gesagt, mit dem Beachy. Wie gesagt, meine Frau, da müsste sie sich auch, wenn es am Erkemeder Strand ist, nicht den Strand, nicht den Strom mit den Nachbarn teilen. Die haben in Holland auf den Bio-Campingplätzen maximal 4 Ampere. Ja. Da ist das mit dem Föhn aber dann schon gar nicht mehr möglich. Ne? Also von daher, also da musst du dann schon... Das wird ein bisschen dünn. Ne? Nee? Also vielleicht noch so ein Tipp, dass man sich das so vorstellen kann, wenn du so ein Solarpanel hast mit 220 Watt Peak. Ich gehe mal rum, zeige euch das mal von vorne.
Wenn du so, dieses Solarpanel hat 220 Watt Peak, ja? Ja. Und dann ist ja immer die Frage, die die Leute so stellen, wie kann ich mir das vorstellen, was bringt denn das so über den Tag? Ja. Und da ist die Faustformel, diesen Wert, diesen Watt Peak Wert, diesen Maximalwert mal 4. Das heißt, diese Anlage bringt dann ein so ein Solarpanel ca. 880 Wattstunden. Ne? Und wie gesagt, die Kapazität ist 2000. Ja. Wenn du also nur die Hälfte dieser Box pro Tag entnimmst, dann reicht ein Solarpanel. Wenn du sagst, ich habe einen Verbrauch von 2000 Wattstunden, also nochmals dieser Föhn von 2000 Watt, eine komplette Stunde laufen würde, dann bräuchtest du zwei Solarmodule. Aber für den normalen Camper, der sagt, ich trinke morgens 4 Tassen Kaffee, mittags 4 Tassen Kaffee, ich föhne mir die Haare und tagsüber muss ich mein Handy noch laden, bist du mit einem Solarmodul voll dabei. Ja, jetzt merkt man natürlich, die Sonne kommt raus. Ne? Ja, ne? Geh mal ein bisschen weg, dass also von daher, wir mehr Sonne vom Modul haben. Ja. Ja, jetzt haben wir schon über 64 Watt haben wir im Moment schon. Ne? Ja, und warum nicht nutzen? Und guck hier, das halbe Solarmodul ist im Schatten von der Tür. Und ach so, und das macht bei dem nicht ganz so viel. Man hört ja dann von Platten, ne, wenn die da noch ein bisschen, wenn da ein Blatt drauf liegt, passiert schon gar nichts mehr. Ja, du siehst ja, das erste Modul, das da stehe ich auch noch im Schatten, mache ich noch Schatten. Die zwei mittleren, die bringen volle Leistung. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist also ideal, wenn eine Verschattung ist, wir haben mittlerweile 75 Watt, obwohl wir hier nur die Hälfte nutzen. Ne? Das ist eine ganz feine Sache. Und nicht nur für Camper interessant, fürs Wochenendhäuschen eventuell, wenn es mal aussieht. Für die Angelhütte, für den Kleingärtner in Anführungsstrichen eine ganz tolle Sache. Ne? Also wie gesagt, für die Biocamper, ich war auch erstaunt. Habe ich so gehört. Ja, da gibt es dann auch so einen Naturpass, kann man dann in Holland dazu buchen. Ne? Dann kriegt man dann auch mal einen Euro günstiger. Ja, es ist wirklich Biocamping in Anführungsstrichen. Ne? Also wenn wir zum Biocamper jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Ich bin aber auch schon gefragt worden, bei uns eine Gemeinde im Münsterland, die rüsten jetzt ihre Kommunalfahrzeuge, die ortsansässige Arbeiten machen, rüsten die jetzt um. Die haben also erste Elektrofahrzeuge. Auch die haben uns gefragt, was könnt ihr denn da machen? Könnt ihr uns da irgendwie eine Zusatzbatterie einfach nur einbauen, dass wir dann Strom haben, dann wieder mit einem Wandler in Anführungsstrichen arbeiten, damit die auch mal zwischendurch einmal kurz eben was flexen können oder so weiter. Ja, da fange ich doch jetzt gar nicht mehr mit einer Zusatzbatterie an, oder? Dann nehme ich doch gleich eure Powerbox dazu. Genau. Ja, genau. Und dann sollen sie mal gucken, wie sie über Tag kommen. Ja, genau. Und abends das Auto, der Ducato oder was, muss geladen werden, dieses Kommunalfahrzeug. Genau. Sollen sie das mitladen, ne? Oder eventuell eben noch das ein oder andere Panel am Fahrzeug aufbringen. Genau. Ne? Also das ist doch eine viel schönere Lösung, als wenn man da jetzt sagt, man nutzt unnötig Platz. Ja. Die Jungs können es auch mal aus dem Auto rausnehmen, sind wieder, das Ding nicht mit den, dieses, ich sag mal, Verlängerungskabel in Verlängerungskabel stecken, macht ja auch nichts. Ich trage die Energie dahin, wo ich sie hin brauche. Aber tragen, was wiegt das Ding, eure Powerstation? 21,8 Kilo. Gut, ist kein Federgewicht, aber ist Top-Qualität. Ne? Ohne das Zubehör, genau. Und das Solarmodul nagel ich nicht fest, aber ungefähr 5 Kilo. Das hat auch Aber wie gesagt, also ich habe jetzt, seit ich du hattest die Powerstation ja auch bei euch im Kanal, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, auch wenn es um Antennentechnik und so weiter und gerade um Antennentechnik geht, macht der Achim da ganz tolle Sachen, besser als bei der Sendung mit der Maus, also wirklich auch für jeden zu verstehen. Da müsst ihr euch auch das Video auch von ihm mal zu der Powerstation angucken. Also seit ich das gesehen habe, fallen mir immer von Tag zu Tag mehr Anwendungsmöglichkeiten an. Die Gartenparty, ja, wie auch immer, ne? Ja. Ich nehme die Energie mit und ich habe sie dabei, da wo ich sie brauche. Ganz genau. Super, Achim. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine tollen Erklärungen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn es euch gefällt, ein Abo dalassen, den Daumen nach oben. Ja, und wir machen uns hier noch zwei nette Tage mit, wie immer, nettem Publikum, oder? Ja, super. Alles klar. Vielen Bis Dank dann. An dich. Ja, ciao. Ciao.